Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon, der roten Edition. Und das ist jetzt mein neues Let's Play Programm, was noch zwischendurch nebenbei und was auch immer läuft. Wie ich immer schon sagte, bliblablub. Ja, ich werde versuchen, die anderen Pokémon Editionen auch noch zu Let's Playen. Kommt drauf an, wie ich Zeit habe. Aber jetzt fange ich ja natürlich erstmal mit der roten an. Okay, dann wollen wir mal starten, neues Spiel. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eichmann, nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Name. Zentrus natürlich, leider ohne 3 im Namen, weil das hier leider nicht mehr drin ist. Aber was soll's. So. Richtig, dein Name ist Zentrus. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Name. Ich nenne ihn mal einfach Frame. Ja, Frame, wenn du das hier siehst, nichts gegen dich, aber ich hatte Lust, ihn so zu nennen. Haha. Frame, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Zentrus, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine volle Wunder, Abenteuer und Geheimnisse, kurz gesagt ein Traum wird wahr. Zentrus spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. So, jetzt gucke ich erstmal den PC. Da ist der Standard immer Trank drin. Wer das Pokémon-Spiel sowieso kennt. So, ein Trank. Ja, ja, la, 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 la. Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Okay. Mein Gott. Eich, warte, geh nicht raus. Professor Eich, draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben in hohem Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Pokémon komm, folge mir. Okay. Pokémon folgen mir. Ja, ist klar. Naja, lesen sollte man können. Und die rote Edition Let's Play ich deswegen, weil das die erste Edition war. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Frame. Opa, ich will nicht länger warten. Professor Eich. Frame, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet jetzt zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Zentrus. Dort liegen 3 Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter, was auch immer, Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur 3 Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle! Frame. Halt, Opa, und was ist mit mir? Professor, ich hab ein wenig Geduld, Frame. Auch du sollst eines bekommen. So, und jetzt können wir mal gucken. Erste ist Glumanda Echse. Dieses Pokémon bevorzugt heiße Lebensräume. Bei Regen dampft die Schwanzspitze von Glumanda. Das zweite ist Shigi, Minikröte. Nach der Geburt bildet sich auf Shigis Rücken ein Panzer. Es attackiert mit Sprühschaum. Und das dritte Pokémon ist natürlich Bisasam. Samen. Dieses Pokémon trägt von Geburt an einen Samen auf den Rücken, der mit ihm keimt und wächst. So, und jetzt sind die Zuschauer gefallen. Welches der 3 Pokémon soll ich nehmen? Glomanda, Chigi oder Bisasam? Ihr könnt entscheiden. Und das wird auch öfter so kommen, dass ihr entscheiden dürft. Und damit beende ich dann hier die Aufnahme und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!